Eine Fliege. Ja, die breitflügelige Raupenfliege. Und das sollte das Weibchen sein. Ja, es ist eigentlich ungewöhnlich, dass sie die Flügel so spreizt. He? Ja, diese Fliegen sind speziell. Abgespreizt hat. Und auch ihr Hinterteil ist sehr flach. He? Ja. Das ist das Männchen jetzt. Das Weibchen. Das Weibchen. Ist kleiner als das Männchen. Ja, das sehe ich gut. Das ist jetzt das Männchen. Ah, das ist das Männchen. Und sie legen die Eier auf verschiedene Wanzen ab. Und sind Parasiten. Ja. Von allen möglichen Wanzen. Ja, schade, ich habe nicht mehr gefunden. Wir haben auch ein Filmchen davon, wo Wanzen ein Ei haben. Wo man richtig sieht auf dem Rücken, dass sie ein Ei haben. Ja, das würde dann von dieser Fliege vermutlich von gelegt, dieser Fliege ja. kommen. Und die Larven, die schädigen dann die Wanzen. Und sie sind so 5 bis 9 mm. Und eigentlich weit verbreitet in Nordafrika bis Asien. Bei uns sieht man sie nicht so viel. Ja, wir haben sie selten gesehen und sind dann mit der Ausrüstung hinterher gehechtet, um sie zu filmen. Ja, sie sind immer sehr nervös. Das war so im Wald, an einem Waldweg. Ja. War das. Ja, man muss immer hinterher fahren und dann ist es sehr schwierig, die Tiefenschärfe einzustellen. Ja, dass etwas scharf ist überhaupt. Das könnte eine Biene sein. Ja. Aber welche wissen wir nicht so genau. Eine schöne Unbekannte. Ja. Eine hübsche Fremde. Mit langer Zunge wieder. He? Ja. Es könnte auch eine ganz normale Honigbiene sein. Die haben auch verschiedene Farben. Ja, aber sind hinten etwas deutlicher gemustert, oder? Nicht zwingend. Nicht zwingend. Nein. Das ist eine Margrite hier. Ich glaube, ja. Die werden sonst eigentlich von fast allen Insekten gemieden. Ja, sie sind nicht sehr beliebt. Nein. Sie liefern offensichtlich zu wenig Pollen und Nektar. Ja. Margrite. Aber sie ist vor allem auf Nektar aus, diese hier. Ja, und sie sammelt nicht. Ihre Hosen sind noch frisch. Ja, ja. Oh, hinten ein Rüstler. Ist das eine Erdbeere? Nein. Könnte sein, ein Erdbeerrüstler. Ja. Ein spezieller Käfer, der Blütenfresser. Man sagt ihm auch Nelkenwurzkäfer. Und er treibt es gerne auf die Spitze. Ja, also es sieht abenteuerlich aus. Und, ich glaube, er hat vorher gefragt, aber jetzt muss er zuerst noch herausfinden, was hinten und vorne ist. Sie sind klein, diese Kerle, so circa 4,5 mm. Sie sind weit verbreitet, von Europa bis nach Asien. Und, wie man hier sieht, sie sind wichtige Bestäuber. Ja, sie schleppen dann die Pollen mit zur nächsten Blüte. Ja, und sie lieben ganz verschiedene Pflanzen. Blüten. Die Paarung ist relativ rasch beendet. Also, das hat nicht sehr lange gedauert. Ah, sie sind aber noch dabei. Ja, das war ein Dritter. Jetzt sind sie getrennt. Ja, das macht nachdenklich, oder? Genau. Das muss das Weibchen sein. Es frisst immer noch.
Und da hatten wir Probleme mit dem Licht. Ja, wenn es natürlich etwas windig ist und die Bäume hin und her schaukeln, dann ist das unvermeidbar. Ja, das war an einem Waldrand. Und vom Licht her würde ich sagen, am Morgen, diese Wespe haben wir auch bei uns sehr selten gesehen. Ja, die Sattelblattwespe. Ja, ich kann mich nur einmal erinnern. Ich auch, ja. Was Sie war? wurde bei uns eingeschleppt. Von? Nein, nicht bei uns. In Nordamerika wurde sie eingeschleppt. Und es gibt sie von Europa bis nach Asien. Also große Verbreitung. Dieser kleine Rüsselkäfer. Der schwarz gekönnte Dickmaulrüssler. Also jetzt wollen wir schauen. Er müsste ein breites Maul haben. Ja, er ist ziemlich breit. Aber er ist kleiner, er ist 4 bis 5 mm. Und ist von Asien her bei uns eingewandert. Er hat also einen sehr langen Fußmarsch auf sich genommen. Wahrscheinlich ist er mit dem Flugzeug gekommen. Na, das wäre auch möglich, oder mit dem Schiff. Hä? Könnte sein, Ja, er hat ein breites Maul, das stimmt. Ja, sehr breit. In einer unserer ersten Folgen hatten wir einen Rüssel, der war wie ein Elefant, ein kleiner, oder? ja. Ja. Diese Wanze hier haben wir auch eingeschleppt. Genau, die grüne Reiswanze. Gibt es noch eine blaue? Keine Ahnung. Sie ist leider noch nicht erwachsen. Sie ist etwa das fünfte Stadium. Und wir haben sie bei uns jetzt zum ersten Mal gesehen. Ja. Und zwar nicht bei einem Reisfeld, weil in der Schweiz gibt es keine Reisfelder. Nein, aber sie liebt auch Gemüse. Dann ist sie bei uns richtig. Also wir sind im Gemüsegarten der Schweiz zu Ja. Hause. Sie hat uns farblich sehr gut gefallen. Sie sieht sehr schön aus, Ja, ja. war sehr hübsch. Und als Erwachsene sieht sie nicht so schön aus wie jetzt hier. Sie ist fast wirklich nur grünlich. Aha. Habe ich ein Bild Wie eine gesehen? Stinkwanze Ja, oder so so. fast ähnlich, ja. Ja, wir werden dieses Jahr nochmals hingehen, um zu schauen, ob wir etwas Ja. Erwachsenes finden da. Aber sie ist wirklich nicht sehr beliebt, weil sie überträgt Pilzkrankheiten beim Saugen. Ist also, sie gilt als Schädling. Auch für das Gemüse oder nur für Ja, das Reis? auch für Gemüse. Auch für Gemüse. Ich hoffe, sie liebt Rhabarber. Den mag ich nicht. Der gibt immer so lange Zähne. Also sie wäre mir da willkommen. Weiß nicht, ob sie den mag. Das wäre zu testen. Ja, wir sollten sie damit bekannt machen. Das hier war an einem Waldrand, oder? Ja, nein, es ist so Buschland, würde ich sagen. Ja. Das war bei Kerzers, oder? Ja. Ja, und da gibt es eine so kleine Oase für Insekten, also mitten in der Landwirtschaftszone wurde, ja, es war Sumpfland und da wurde etwas ausgespart. Vielleicht 2 auf
300 Meter gross. So, so etwas, ja. Ja, und das war's schon. Bis später. Bis dann.